James Charles is hitting 13 million subs. Wonder if he's going to have a giveaway at the end. Oh mein Gott, ey, sorry, dass ich lache, aber ey, wie kann man so einen Savage-Kommentar abgeben? Thank you, James, for making realize just how amazing and beautiful the Paul Brothers apologize were. Answer. Oh mein Gott. Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming, und heute gibt es mal ein kleines Drama-Video von mir. Und übrigens nicht beachten, wenn mal mein Bralette rauskommt, das ist kein BH. Es ist nämlich ein Bralette. Daniel sagt immer, man sieht deinen BH. Und ich sage dann immer, nein, das ist ein Bralette. Und er macht sich dann immer darüber ein bisschen lustig. Naja, egal. Nach dem Intro geht's auf jeden Fall weiter mit dem Drama. So, wie ihr in meiner Thumbnail entnehmen konntet, geht es nämlich um zwei YouTuber. Und die ganzen Social-Media-Feeds sind einfach damit überhäuft. Es geht nämlich um James Charles und Tati Westbrook. Und zwar ist der Streit ein wenig, sag ich mal jetzt, eskaliert. Nein, um ehrlich zu sein, es gab, glaube ich, in unserer Zeit bis jetzt noch nie so ein großes Drama. So, ich erkläre euch nur mal ganz kurz für die, die jetzt gar nichts davon mitbekommen haben. Also Tati, sie ist eine sehr erfolgreiche YouTuberin und ist viel, viel älter als James. Und ja, irgendwann hatte James sie dann angeschrieben, also als er noch nichts war, sagen wir, er ist ja jetzt Millionär und hat Millionen von Followern auf seinen YouTube-Account. Ja, auf jeden Fall hatte er sie angeschrieben und sie fand ihn dann irgendwie so niedlich, süß und hat ihn dann aufgenommen. Also aufgenommen, was heißt das? Sie hat ihn berühmt gemacht, sagen wir so. Also Kurzversion, Tati hat James berühmt gemacht. Sie hat ihn immer promotet und auch, sie wollte auch immer, dass er gut verdient. Also sie hat auch immer seine Codes zum Beispiel in ihren Videos gesagt, damit die Leute einkaufen und seinen Code benutzen. So, Beispiel Provision. Versteht ihr? Tati hat auch ihre eigene Marke. Sie hat so Vitamin Drops, glaube ich, und ja, die machen halt zum Beispiel die Haare schön, die Haut schön, whatever. Ich habe mich jetzt nicht so sehr mit diesen Vitaminen auseinandergesetzt, weil es für mich eigentlich zweitrangig ist. Und sie hatte halt James gefragt, ob er nicht mal für sie die diese Tabletten vorstellen möchte. Also im YouTube-Kanal, auf dem YouTube-Kanal oder Instagram-Post darüber machen kann, ein bisschen Werbung, dies, das. Und James' Antwort war dann darauf, na, er würde das nicht machen, weil er so viele junge Zuschauer hat und nicht die mit irgendwelchen Vitaminen voll bombardieren wollen möchte. Versteht ihr? Also irgendwie auch total verständlich, Tati hat es auch verstanden und alles war gut. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt. Das Blatt wendete sich dann ganz schnell und zwar war James dann auf Coachella. Und da ist irgendwas passiert mit der Security, die Stars. Und dann kam Sugar Bear her. Also ich denke, viele von euch kennen Sugar Bear. Das sind diese kleinen grünen Bärchen. Das sind auch Vitamin-Drops für die Haare. Die sollen die Haare und die Haut schön machen. Und ganz, ganz, ganz viele Influencer werben dafür. Und irgendwie war Sugar Bear her genau da, als James auch bei Coachella war. Und hat das irgendwie dann mit der Security geregelt. Als Gegenleistung dafür hat James dann gesagt, okay, ich kooperiere mit euch. Ich mache kurz einen Instagram-Post für euch, dies, das. So, und dann, ja, ab da fing das Drama dann auch richtig an. Ihr müsst wissen, dass Sugar Bear Hair einfach einer der größten Konkurrentinnen von Tati ist, weil das ist ja auch so eine Vitamin-Drops. Verstehe eigentlich fast dieselben Produkte, also nicht ganz gleich, aber ich meine jetzt, die versprechen zum Beispiel schöne Haare, schöne Haut, schöne Nägel, whatever. Und deswegen, ja, ich denke nicht, dass Tati damit einverstanden ist, beziehungsweise dass sie glücklich damit ist. So, Wochen später kam dann der Post von James auf Instagram. Er hatte, glaube ich, kurz irgendwie gesagt, ja, hier Sugar Bear her und dann swipe ablegen, was auch immer, wie die Instagrammer das halt machen. Und ja, er hatte es gepostet und dann hat er Tati erst nebenbei, er hat ihr eine Nachricht geschrieben, also einfach so nebenbei, irgendwie so hat er irgendwas geschrieben. Dann meinte er so, ach ja, und die Sugar Bear her, also das auf Instagram, das habe ich einfach nur so gemacht, ist kein großes Ding. So in der Art hat er das geschrieben. Ja, und dann war, glaube ich, Tati ein bisschen sprachlos, was ich eigentlich auch übertrieben verstehen kann, weil, ey, stellt euch mal vor, ihr habt einen Freund, und es ist nicht nur ein Freund, sie war wie eine Mutter für ihn, versteht ihr? Sie hat ihn aufgenommen zu sich, immer wenn er Probleme hatte, war sie für ihn da.
Und sie hat ihn sozusagen auch berühmt gemacht, sagen wir so. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob er es von alleine auch geschafft hätte. Ich denke aber schon, aber ich weiß nicht, ob er wirklich so erfolgreich wäre ohne sie, also so wie jetzt. Er hat Millionen auf dem Konto und das eigentlich zum Teil auch dank ihr. Und sie hat nie wirklich eine Gegenleistung von ihm erwartet. Und ja, eine kleine Bitte war halt damals nur, dass er vielleicht Werbung machen könnte für sie. Und er hat halt abgelehnt, was sie auch verstanden hat. Und dann kam auf einmal sowas, dass er für die Firma, die Konkurrenzfirma einfach dafür Werbung gemacht hat. Und deswegen ist sie halt ein bisschen ausgereicht. Ich wäre genauso, wäre schon nicht. Ich denke, jeder normale Mensch würde dabei ausrasten. So, das war die eine Geschichte. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb sie so sauer geworden ist, weshalb der Streit so eskaliert ist. Ein weiterer Grund ist auch, dass James irgendwie mit einem Kellner irgendwie rumgemacht hat. Also er hat ihn geküsst und der Kellner war aber nicht schwul. Aber er meinte dann irgendwie in der Nachricht danach zu James, die hatten auch nichts außer einen Kuss, ne? Und er meinte danach so, ja, ich bin nicht schwul. Und James ist daraufhin voll ausgerastet, er wollte irgendwie ihn irgendwie bloßstellen, dies, das. Und Tati fand das ist jetzt eine Kurzfassung, ne? Und Tati fand das halt nicht okay, weil es ist nicht okay, so die Vorlieben, sage ich mal jetzt, von anderen zu manipulieren. Weil ich meine, wenn er was ausprobieren möchte, aber doch nicht denkt, also doch nicht schwul ist, dann ist das doch eigentlich verständlich. Er wollte es halt nur ausprobieren und James ist halt voll ausgerastet und ja, Tati fand das nicht okay und ich selber finde das auch nicht okay. Ich finde, man sollte eigentlich einfach jeden Menschen so lassen, wie er von Gott geschaffen ist, versteht ihr? Ja, das ist jetzt voll strange an, aber ich fand es ehrlich nicht okay, dass James ihn dann noch so bloßstellen wollte und alles, aber ja. Okay, ich habe euch jetzt eine Kurzfassung, war ein bisschen länger jetzt, mal zusammengefasst, also die wichtigsten Dinge. Aber in dem Video geht es ja nicht um den eigentlichen Shitstorm. Es geht nämlich darum, auf die Kommentare zu reagieren. James Charles hat ja ein Video, also ein Apologize-Video gepostet an Tati, dass er sich entschuldigt hat, dies, das. Viele meinten auch, das wäre nur ein Skript gewesen von seinem Management, dies, das. Aber man weiß es wirklich nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall waren wirklich viele Kommentare dabei, die wirklich savage waren. Also, oh mein Gott, Leute. Also, ich bin auf Instagram irgendwie darauf aufmerksam geworden. Und manche Kommentare sind ehrlich Memes geworden. Ich will euch nur vorweg sagen, ich hate wirklich niemanden. Also ich will James wirklich nicht runtermachen, aber ich meine, ich hätte mir die Kommentare so oder so durchgelesen, ob mit euch oder ohne euch, aber mit euch macht es irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Und ja, deswegen, ich habe mir gestern schon ein paar durchgelesen und jetzt fange ich einfach mal von oben an und scroll runter. Ach ja, und schreibt mir doch einmal unter den Kommentaren, auf welcher Seite ihr denn seid. Also könnt ihr James verstehen oder könnt ihr eher Tati verstehen? Also um ehrlich zu sein, kann ich Tati total verstehen. Also ich finde, seine Aktion war wirklich nicht wirklich erwachsen, aber sagen wir so, er ist noch 19, ne? Er ist auch noch mega jung und deswegen, Leute, jeder Mensch macht Fehler. Boah, Leute, er hat einfach nur noch 13,5 Millionen, nur noch 13,5 Millionen, aber ich glaube, er hatte über 15, fast 16, glaube ich. Oh, ich habe das gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, 2, 3 Millionen verloren. Es gibt auch so einen Live-Countdown, also so einen Live-Subscriber-Dings auf YouTube, wo ihr dann sehen könnt, dass wirklich seine Abozahlen so drastisch runtergehen und bei Tati einfach übertrieben hoch. Ich glaube, er verliert mindestens pro Sekunde 20 bis 30 Subscriber. Also ich finde das echt übertrieben krass. Also hatte man sowas schon mal jemals in der YouTube-Geschichte? Ich glaube nicht, dass man Millionen verloren hat, Leute. Okay, dann gucken wir uns mal den ersten Kommentar an. James Charles is hitting 13 million subs. Wonder if he's going to have a giveaway at 10 million. Oh mein Gott, ey, sorry, dass ich lache, aber ey, wie kann man so einen Savage-Kommentar abgeben? Oh mein Gott. Is it just me scrolling comments without paying attention to what he says? Oh mein Gott, ey. Also ich habe mir das Video angeguckt, aber ich finde die Kommentare einfach ein bisschen interessanter. He protect, he attack, but most importantly, he ain't getting his sister back. Versteht ihr das? Weil er, James Charles, hat ja immer die Angewohnheit, am Anfang seines Videos zu sagen, hey Sisters, versteht ihr? Und jetzt, ja, will er damit sozusagen sagen, ja, dass seine Sisters weg sind. James lost 50k in 50 minutes. Can I hit 54k in an hour? Oh mein Gott.
James really said hi all, cause we known we ain't sisters anymore. Oh mein Gott, genau fast derselbe Kommentar wie oben. Also sozusagen, er hat gar keine Sisters mehr. Irgendwie voll traurig. Ich meine, es werden sozusagen so voll seine Supporter und jetzt sind sie alle, also nicht alle weg, aber die viele davon sind jetzt weg. 99.8% of people here won't see my comment, but if you do, have a great day. Thank you. Es hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber danke. Ey, das kenne ich noch von Instagram. Oh mein Gott, das ist so gemein. 5-Size Pentagon, 6-Size Hexagon, 8-Size Octagon. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche auf Englisch. James, his career gone. Oh mein Gott. Ey, das ist so gemein. Ey, sorry, ich fühle mich voll schlecht, dass ich lache, ne? Aber irgendwie sind... Ey, die Kommentare können viral gehen, jetzt mal ohne Witz, ey. Tati is 43 minutes video fell shorter than this. Oh mein Gott, das stimmt wirklich. Ey, ich habe mir das ganze Video von Tati angeguckt, ne, 43 Minuten lang. Ich lag im Bett und habe mir das abends noch angeguckt und es kam mir ehrlich richtig, richtig kurz vor, also wie so 15 Minuten, keine Ahnung warum. Aber sein Video geht nur, glaube, keine Ahnung, nicht mal 10 Minuten und mir kommt es vor wie Jahre. Voll strange. Congratulations! Honestly, new record breaker, first YouTuber to lose 1 million subs in 22 hours. Oh mein Gott, that hurts. Oh mein Gott, das tat ihm locker wirklich weh. Also ganz ehrlich, ich will mir nicht vorstellen, was gerade in James vorgeht. Also ich kann mir es auch gar nicht vorstellen, weil ich wünsche es wirklich keinem, aber es ist wirklich so krass. Könnt ihr das vorstellen? Oh mein Gott, 1 Million Follower innerhalb von 24 Stunden einfach verloren. Manche Menschen bauen sich 1 Million Follower ihr ganzes Leben auf, versteht ihr? Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie viel 1 Million sind. James Charles minus 3 Millionen, me plus 0, I'm doing great. I'm very proud, guys. Thank for the support. Ey, ist das gerade sein Ernst? Love you. Ich kann nicht mehr. You like my boyfriend? Gee, thanks. Just bought him. I see him, I like it, I want him, I bought him. OMG. Anyone else just got bored and started reading comments? Schuldig, Leute. Yo, if you look close enough into his glasses, you can see his speech open in another tab. Ey, das habe ich mir auch schon irgendwie gedacht. Also ich habe ja gestern sein Video angeguckt, gestern Abend nach Tatis Video. Und ich habe wirklich in seiner Brille irgendwas spiegeln sehen. Das sah wirklich aus wie so ein Skript. Aber ich war mir jetzt nicht sicher. Ich habe mir jetzt auch nicht rangezoomt, das analysiert. Aber ich meine, ich habe da auch irgendwas Ähnliches gesehen. He is doing a house tour at 1 million subscriber, guys. Don't you worry. The subscribers are insane right now. He's gonna hit 10 million really soon. Hier, noch so ein Kommentar. Who else felt like this seems forced and painful to watch? Tati's 43 minutes video was easier to get through, by the way. Ist wirklich so, also noch so ein Kommentar. Me, I hate drama. Also me, I don't know who you are, but what's the beef? Das bin so ich. Schon wieder so ein Kommentar. She protects, she attacks, she gave James his career. Now she take it back. Aber jetzt mal ernsthaft, sie hat ihn wirklich innerhalb von 43 Minuten, also mit einem 43-minütigen YouTube-Video, zerstört, würde ich mal sagen, oder? Also wirklich, so viele Subscriber verlieren, das ist nicht mehr normal. James Charles are losing subs faster than me spinning my salary. Also für diejenigen, die nicht wissen, was Sarah heißt, heißt Gehalt. Felt like I was watching Endgame. It was too long. Did you take your sugar bear hair? You looked so stressed. Edit, oh my god, I didn't expect to get this much attention, lol. Thank you, James, for making realize just how amazing and beautiful the Paul brothers apologize were. Answer. Oh mein Gott. Also für diejenigen, die die Paul Brothers nicht kennen, also Logan Paul, er hatte ja damals dieses eine Video, dieses Suicide-Video da gemacht, wo er in diesen Selbstmordwald in Japan gegangen ist und da war halt eine Leiche und er hat halt gefilmt und sich indirekt, sagen wir mal jetzt, drüber lustig gemacht. Oh mein Gott, ich fand die Aktion unter aller Sau, aber ganz ehrlich, ich finde Pauls Aktion viel schlimmer als die von James. Also klar hat James jetzt einen Fehler gemacht, aber okay, ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber trotzdem, ich fand Pauls einfach schlimmer, Punkt. James Charles will get one diamond play button on 10 million subscribers. Congrats. Herz, Herz. Congratulations, your most viewed video. Der hat jetzt ja 43 Millionen, ich glaube über 2 Millionen Dislikes.
Naja, aber es ist auch eine Leistung. Laura Lee behind the camera, you're doing amazing, sweetie. Everyone makes mistakes, it's how life works. Ja, da kommt endlich mal ein positiver Kommentar, den ich jetzt zum ersten Mal lese irgendwie. Auf jeden Fall finde ich auch, dass jeder mal einen Fehler macht, vor allem in seinen jungen Jahren. Ich meine, manche sind so alt, keine Ahnung, 50, 60 und die machen immer noch Fehler. Und er ist erst 19 Jahre alt, Leute. Ich weiß nicht, was ich mit 19 damals gemacht habe. Okay, ich tue jetzt so, als wäre ich mega die Oma, aber ja, trotzdem. Ist das schon ein paar Jährchen her, wo ich 19 war? Auf jeden Fall finde ich, dass jeder Fehler macht und ich denke, man sollte ihm eigentlich verzeihen. Ja, klar war die Aktion nicht okay, aber ganz ehrlich, er hat jetzt niemanden umgebracht oder whatever. Aber ganz ehrlich, wenn man sich mit der YouTube-Welt anfreundet bzw. damit anfängt und damit durchstartet, dann muss man eigentlich auch sowas einstecken. Auf jeden Fall sollte dieses Video kein Hate, wirklich kein Hate an James sein. Ich finde aber trotzdem, dass ich kann trotzdem Tati verstehen und ja, ich glaube, ich würde an ihrer Stelle auch so ähnlich reagieren, aber ich kann auch wirklich nachvollziehen, wie sich James gerade fühlt. Also natürlich kann ich nicht wirklich mich in ihn hineinversetzen, aber ich denke schon, dass es ihn hart getroffen hat. Obwohl, ich habe so ein Video gesehen, wo er einfach nach der Veröffentlichung des Videos irgendwie voll happy eine Instagram-Story aufgenommen hat, weil er irgendwie Meet and Greet hatte oder so. Weil ich meine, wenn ich jetzt am Boden zerstört wäre und eine Freundschaft zu Ende gegangen ist, die mir so viel bedeutet hat, die mir wirklich Familie bedeutet hat sozusagen, was sie ja, was er ja für sie war, versteht ihr? Dann, ich weiß nicht, ob ich mich dann direkt danach noch so aufrappeln kann und rausgehen kann. Ich weiß, ich glaube, ich wäre erstmal für ein paar Tage ein bisschen down. Wie findet ihr denn die ganze Situation? Schreibt mir das einmal unter den Kommentare und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch. Subscribe nicht vergessen und folgt mir auf Instagram, falls ihr es nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.